und eure Zeit ist um. Mal sind wir Helden und mal Diebe, je nachdem wir in Sicht, aus welcher Richtung ihr von morgen kommt. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, der 15. August um ca. 6.10 Uhr und ich mache mich gerade auf den Weg nach Zürich. Ich habe das Gefühl, dass es ein großes Abenteuer wird. Wie genau mein Plan ist, erzähle ich euch gleich, denn es ist einfach noch zu früh zum Vloggen. Ja, yeah, Leute, wie ihr vielleicht erkennen könnt, bin ich gerade in Frankfurt angekommen. Es ist jetzt kurz vor 10 und ich bin gerade mit dem Fernbus hier angekommen und werde gleich von meiner Mitfahrgelegenheit nach Zürich weitergebracht. Und ich habe jetzt mit dem Fernbus 13 Euro bezahlt und bin sehr begeistert, weil es das erste Mal, dass ich mit dem Fernbus gefahren bin. Hier nochmal im Vergleich, was ich mit der Bahn bezahlt hätte. Und wann ich da angekommen wäre, will ich gar nicht erst drüber nachdenken. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es in Zürich abläuft, weil meine Schlafgelegenheit hat abgesagt, deswegen werde ich heute irgendwo die Nacht durchmachen müssen. Aber ja, wir werden gleich mal sehen, wie es weitergeht. So, mal eben der Lage. Ich bin hier 8,5 Stunden hingefahren, bin jetzt endlich da, bin meinen Rucksack in dem Hotel losgeworden. Ja, jetzt habe ich mir für 5 Euro einen Regen, nee, nicht für 5 Euro, für 5 Schweizer Franken einen Regenponcho gekauft. Ich kam auch ohne Schweizer Franken hier an. Ich war wie ein Friseur vorbereitet, aber die gute Gwen hat mir natürlich wieder aus der Scheiße geholfen. Wie auch immer. Und ja, das ist ein junger Zuschauer von mir, der mich hier erkannt hat, mit dem ich jetzt gerade ein bisschen abhänge, weil ich ja alleine hier bin. So, es regnet, deswegen werde ich hier nicht viel filmen und ja. Nur 6 Euro. Dafür bin ich hergekommen. Am Anfang war der Lärm und ab geht's. Oh,
Das war's. Wir sind durch, uns tut alles weh. Ich habe die Wesen hier noch gefunden. Die sind auch hier irgendwie rumgelaufen, war gar nicht abgesprochen. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Was? Und ja, der Olli hat mich heute schon begleitet, der hat sich, glaube ich, den Arm gebrochen oder so. Das wird er mir morgen bestimmt sagen. Und ja, in 10 Stunden werde ich abgeholt. Jetzt muss ich mal gucken, was ich die Nacht noch mache. Saufen! Saufen! Ein Bier nur 10 Euro. Geil! Mal gucken, was hier noch so geht. Jo, läuft bei mir. Ich habe einen Schlafplatz gefunden. Ich nenne es Hauptbahnhof. Ich hatte eine ganz schön abgefuckte Nacht. Den Bildern entsprechend, die ich hier einblende. Ich habe tatsächlich in Zürich am Hauptbahnhof auf dem Boden geschlafen, mehrere Stunden. Und dann irgendwie die Zeit am Flughafen überbrückt, während Madame sich ein schnickes 5-Sterne-Hotel gemietet hat. Ja. Und wie immer letzte Videos verlinkt und schreibt einfach mal was Nettes in die Kommentare, tröstet mich mal oder so. Haut raus.